Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. So. Ich wollte mal anders beginnen. Überhaupt was anders machen. Also nicht Hallo sagen, sondern hier Revolutionspoesie. Ich glaube, es geht im Leben darum, dass man mal dagegen geht, weißt du? Nicht Hallo sagen, sondern muss nicht Poesie sein, gar nichts. Es gibt Leute, die gucken lieber Krimis im Fernsehen, sagen trotzdem immer Hallo. Jeden Morgen im Büro, ein Leben lang Hallo, Hallo. Denkt kaum einer drüber nach. Wie monoton. Hallo. Jeden Tag Hallo. Es wäre doch schön, wenn man einmal ins Büro ginge und sagt einfach, war die Spurensicherung schon da? So, wäre was anders. Auch wenn es ein bisschen wehtut, man muss es, glaube ich, machen. Sich wehren. Oder rauchen. Auf dem Bahnsteig, weil es da verboten ist. Also auf deutschen Bahnsteigen ist Rauchen sowas von verboten. Da sind so selbsternannte Aufpasser. Du brauchst gar nicht rauchen. Es reicht, wenn man so suchend die Manteltaschen abklopft. Provokativ. Dann kommt garantiert einer und sagt, Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht rauchen. So eine ABM für Blockwarte. Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie dürfen hier nicht. Da würde ich mir wünschen, kennt irgendjemand den alten Western noch? The Good, the Bad and the Ugly? Zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood? Das ist die tolle Szene. Weißt du, wie hinter so ein Blockwart so, Sie dürfen hier nicht rauchen, Sie dürfen hier nicht rauchen. Dann wie Clint in dem Film eine Kippe anstecken. So ganz langsam. 3-4 Mal tief inhalieren und dann sagen, hier, nimm mal einen Zug. Kannst du besser kacken. Das ist einfach, versteht ihr, was ich meine? Was tun? Und dann rauchen. Den ganzen Tag durchrauchen. Den Rauch, den blase ich dann auf Rentner, die vorbeilaufen und Kleinkinder und Nordic Walker. Ja, die haben es verdient. Ich meine, Nordic Walking geht gar nicht. Das ist das Hinter... Walking, das ist Gehen. Gehen am Stock und es sieht scheiße aus. Nein, ja, ist ja gut. Es ist ja... Ja. Ist ja gut, ja, natürlich, ja. 2/3 von euch machen das doch selber. Habt euch nicht, ich habe das in München in meiner Geburtsstadt erlebt, da haben sie vor einem halben Jahr den gesamten mittleren Ring gesperrt. Für eine Nordic Walking Prozession. Das waren 4000 denkende, wahlberechtigte deutsche Bürger. Also klackert, die klackert, die klackert. Ich habe es am Straßenrand angeschaut, ein Bild neben mir stand so ein altes Mütterchen. Die waren 90 oder so und die defilierten vorbei. Und irgendwann sagt diese Oma zu mir, die machen den ganzen schönen Teer kaputt. Dafür hat uns der Führer die Autobahn nicht geschenkt. Hat sie gesagt. Aber, hey, sie hat sich nicht gewehrt. Das wäre es gewesen. Sie hat so ein Gehwegelchen ja reinschieben können. Man muss sich einmal im Leben wehren. Sonst, das hat ein dänischer Selbstmörder mal geschrieben, dass ich wollte es nicht runterziehen, gar nicht. Mir ist es völlig bewusst, dass es hier Comedy mit Lustig und Grimassen und Gags und so ist. So, Zunge haben wir erledigt. Das ist, ja, ich hab noch einen super Gag, den kann ich bastel ich mit Verkleiden. Aus einem Flyer kann man den basteln, das ist von der Deutschen Oper, die hat es verdient. Das ist Hammer-Gag, so politische Comedy mit Verkleiden, das ist, der scheißt dir die Wand an, der ist so witzig. Das ist mit, wie im Fasching, ist der Hammer. So lustig das. Haha. Herzlich willkommen zum Adolf-Hitler-Ähnlichkeitswettbewerb. Hier sehen Sie Platz 4. Ja, Entschuldigung, hey! Man muss sich mal wehren. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn die Renitenz hin, die man in der Jugend hatte? Der Mut. Weißt du, wo sind die Idole hin? Che Guevara, Erwin Moser, die Gilmore Girls. Das werde ich nie vergessen. Meine Schulfreundin Tina, das war 7., 8. Klasse, wie die dagegen ging. Es war super. Sie hat total gepisst draußen. Sie kam klitsche, klatsche, nass in die Schule. Und so eine Zicke aus der Nachbarklasse fragt total blöd, regnet's draußen? Und Tina sagt nur, nein, die taufen alle. Lass dir die Eileiter verlöten, du Kuh. Das war groß. Wisst ihr, heute ist Tina total brav.
Die wäre gern alleinerziehende Mutter, aber ist total brav, weil der Staat das will. Es ist der Staat. Dabei braucht es Poesie und Rock'n'Roll und Sex und der Staat will das nicht. Das war die erste Frau zum Beispiel, die mir an die Wäsche ging. Das war die Dame vom Kreiswehrersatzamt bei der Musterung. Die hat jedem von uns Jungs mit so einem Handschuh an die Klöten. Was will der Staat das denn eigentlich wissen hier? Du bist Deutscher, lass mal gucken, ob du Eier hast. Das ist doch... Keiner hat sich gewehrt. Nur Erwin Moser. Das war legendär, wie die Dame so zugriff. Er so, ja hoppla, gute Frau, wissen ihre Nachbarn eigentlich, was sie tagsüber machen? Das war groß! Aber... Selbst Erwin ist heute brav. Sind irgendwie alle brav. Hey, Quatschpublikum. Traut euch mal was. Wehrt euch oder lest Poesie. Danke für die Aufmerksamkeit.